Ja, schöne Musik, schöne Bilder. Und jetzt kommt auch noch ein schöner Vortrag, der letzte für heute Abend. Es geht ums Abtauchen und Unterwasserfilmen. Viel Spaß mit dem Vortrag. Moin, moin. Ich freue mich, dass ich auch mal einen nicht-technischen Vortrag halten kann. Zumindest nicht IT-Security- oder datenschutzrelevanten Vortrag. Bei mir geht es heute ums Tauchen, da besonders auch um die Fotografie unter Wasser. Ich bin, seit ich ungefähr die Größe habe, schon leidenschaftlicher Fotograf, habe analog angefangen. Das Tauchen kam mit 16 dazu und seitdem versuche ich eigentlich alles zu kombinieren. Und da ist immer die Frage, wie kann man das eigentlich machen? Die normale Spiegelreflex unter Wasser mitnehmen, eher schwierig. Wenn man eine Wasserdichte hat, kann man es machen, funktioniert aber auch nicht so gut. Es gibt eine Hauptregel bei der Unterwasserfotografie. Das Licht verschwindet. Und leider verschwindet das Licht nicht gleichmäßig. Das positive Verschwinden, Infrarot, man bekommt beim Tauchen sehr selten Sonnenbrand. Das negative, die schönen Farben verschwinden leider auch sehr, sehr schnell. Wenn man immer die Bilder sieht, Nemo, geile Korallen, entweder der Fotograf hat es auf 2 Meter Höhe gemacht oder man hat extrem geblitzt und hatte viel Glück. Ich habe da sehr viele Beispielbilder dabei, wie man fotografieren kann, auch was man technisch dafür machen musste, dass das Bild so geworden ist. Die meisten Bilder, die nach unten gehen, wo man sagt, das sind die Haie, das sind die geilen Schiffswracks, da verschwinden die Regeln nicht derart, das werde ich später sehen, da kann man kaum noch fotografieren. Das heißt, eine der wichtigsten Sachen, wenn man unter Wasser fotografiert, ist ein externer Blitz, ist eine gute Beleuchtung. Da hat man ansonsten einfach keine Chance. Und Nachbearbeitung ist leider das A und O, weil der Weißabgleich in den Kameras in der Regel einfach nicht mehr greift, weil zu viele Lichtteile fehlen. Das ist ungefähr das Bild, was man erwartet, wenn man tauchen geht und sagt, hey, geiles Bild. Für das Bild bedanke ich mich bei meiner Mutter. Das hat sie beim Schnorcheln mit dem iPhone gemacht. Sehr deprimierend. Ich gehe mit 4.000 Euro tauchen. Meine Mutter geht einmal schnorcheln und hat eine 30 Euro Handyhülle. Sie hat das schönste Bild gemacht an dem Tag. Da sieht man wirklich, die Farben sind noch da. Das ist an dem Riff ein extrem zutraulicher Fisch gewesen. Der kam auch hin. Der hat mit den Tauchern gespielt. Liegt auch daran, der war einfach angefüttert von den ganzen Tauchtrips, die da hingehen. Ist ökologisch einfach scheiße, dass man die Fische da anfüttert und so einen Menschen trainiert. Ich kann es verurteilen. Haben sie da halt gemacht an dem Riff. Der ist extrem nah gekommen und ist immer bei den Tauchern dabei gewesen. Das Bild ist von mir. Da schwamm eine Schildkröte an uns vorbei und ihr seht schon, so ab ein bisschen tiefer, die Schildkröte hier sind ungefähr jetzt 1,5 Meter gewesen. Hier unten, das war die 6-Meter-Marke. Da fehlt einem schon komplett die Helligkeit und auch der rote Lichtanteil. Dann weiter unten fallen auch Orange, Grün raus, dass man irgendwann nur noch alles in Blau hat. Blauer Hai auf blauem Grund in verschiedenen Blauschattierungen. Kann man machen, irgendwann wird es schwierig. Das Bild ist auch schon sehr bearbeitet. Rechts einmal ein Selfie von mir, das hat dankbarerweise auf dem Tauchtrip ein anderer Fotograf gemacht. Die geilen, markanten Farben und alles, was man sieht von der Koralle, von der Seeanemone, es geht nur dadurch, dass der Blitz auf eine Helligkeit schießt, wo man weiß, jeder Mensch 10 Minuten nichts mehr sehen würde. Also man blitzt die Fische da wirklich komplett weg. Genau, denselben Fisch habe ich auch mal von unten gekriegt. Sieht schon, ich habe es nicht geblitzt. Habe ich hingeschrieben, mit Blitz war, ohne Blitz. Da hatten wir extrem viel Glück. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, keine Wölkchen. Da hat es noch geklappt. Ist aber auch extrem reingezoomt, weil er auf 2-3 Meter geschwommen ist. Ich habe es unten fotografiert gehabt. Wenn man weitergeht im normalen Tauchen, ich habe jetzt immer die Bilder, wie es vor und nach Photoshop aussieht. Links ist so das Standardbild. Man versucht irgendwie noch ein bisschen Helligkeit reinzukriegen. Das war jetzt mit einer normalen Tauchkamera, das müsste die Canon 5D Mark III gewesen sein und 50 mm Festbrennweite fotografiert sein. Man sieht, es ist eher mau. Was man dann versucht, wenn man solche Bilder draufkriegt, irgendwo einen Ankerpunkt zu finden, der halbwegs weiß sein könnte. Bei sowas freue ich mich, wenn ich irgendwie Sand habe. Meine Annahme ist immer, der Sand ist halbwegs weiß beim Tauchen. Zumindest in den Tauchgebieten, wo ich fotografiere. Das ist auch immer der markante Marker, den ich genutzt habe zum Fotografieren, dass man einen Weißabgleich machen kann, weil eben sonst die Farben so derart wegrauschen und man einfach nur noch Matsch kriegt.
Wenn man weiter runter geht, sieht man, man hat noch Weiß und Grün und ein paar Blauanteile. Es fehlen extrem viele Farben. Das war versucht anzublitzen. Auf dem Tauchgang habe ich es, was ich vorhin mit dem Blitz mit der Stärke gesagt habe, komplett vergeigt gehabt. Da war meine Blitzstärke viel zu niedrig, weshalb man die ganzen Farben auch nicht rausgekriegt hat. Wenn man einmal reingezoomt hat, die Schnecke war zum Glück weiß, konnte man dann die Farben halbwegs wiederherstellen, die Weißabgleich im Lightroom. Das geht, aber man bekommt auf die Tiefen immer viele Probleme. Da habe ich auch, wenn man weiter runter geht, noch ein schönes Beispiel. Wenn man da tauchen geht, das ist ein alter Bootssteg. Ein Vorteil von den vielen Kriegen, auch in australischen Gebieten, sind verlassene Bootsstege und Schiffswerften da, die unterdessen komplett dem Ökosystem übergeben worden sind. Das war ohne Blitz gemacht, man sieht komplett, da ist nichts mit Farben. Da ist man auch immer sehr stolz, dass die eigene Fototechnik oder Lightroom das noch wiederherstellen kann halbwegs. Die Kamerasoftware schafft es nicht beim Entwickeln, beim Fotografieren, da den Weißabgleich irgendwo zu finden. Was sind das andere Relevante, wenn man beim Tauchen fotografiert? Außer, dass man sich nicht erschreckt, wenn auf einmal ein Teppich an Haien vor einem auftaucht. Man muss extrem aufpassen auf die Zeiten. Als Unterwasserfotograf ist man in der Regel Einzelgänger, weil alle anderen, die mit einem tauchen, komplett durchdrehen. Der Fotograf liegt irgendwo in der Ecke, versucht ein Foto zu machen. Man ist mit vier anderen Tauchern unterwegs, mindestens mit anderen, die wollen alle weiter, wollen was sehen. Als Taucher will man Ruhe haben, will, dass das Wasser sich nicht bewegt, will, dass nichts vor ihm her schwimmt. Man wird verloren, man verliert seine Gruppe. Und man könnte meinen, man hat viel Sicht. So nach 20 Metern hört es spätestens auf. Wenn man Glück hat, hat man 50 bis zu 80 Meter Sicht. Das ist in Australien in den schönen Tauchgebieten. Das heißt, man wird als Fotograf gerne mal verloren. Taucht leider öfters auf. Da 30 Meter Tiefe. Ich habe viel versucht. Ich hatte da auch Blitz dabei. Blitz wegen Distanz hat nicht geklappt. Am Ende konnte man die Haie wirklich nur in Schwarz-Weiß rausholen, dass man halbwegs was gesehen hat, weil einfach zu viel an den Farben gefehlt hat. Was aber noch spannender ist, man denkt sich ja, ich habe eine GoPro, ich gehe tauchen, ich will jetzt ein Video machen. Ihr habt jetzt eines meiner schönsten oder Lieblingsvideos am Anfang gesehen. Das ist ein Schiffswrack auf Bali. Wie macht man es aber, wenn man bei Nacht tauchen geht? Taucher haben in der Regel eine extrem helle Taschenlampe dabei, dass sie was sehen können. Das ist ungefähr der Ausschnitt, den man noch sehen kann, der auf dem Video rauskommt beim Fotografieren. Man kann versuchen, das Ganze noch halbwegs hell zu kriegen, nur so wie man Land fotografieren würde, schön Sucher, Autofokus, keine Chance bei Nachttauchgängen. Also wenn jemand gehofft hat, dass das gut klappen würde, nein. Solche Tauchgänge macht man in der Regel mit 20, 30 Kilo an, 20 Kilo an Ausrüstung mit allem, hat Handschuhe an, ist voll beladen. Da hat man keine Chance, filigran irgendwo einen Autofokus zu betätigen oder manuell zu fokussieren. Da ist man froh, wenn man die Kamera noch bei sich behält und nicht verliert. Mein größter Feind beim Tauchen, man sieht die ganzen kleinen Partikel innen drinnen und die Strömung. Wenn man tauchen geht, ich habe vorhin gesagt, die schönsten Bilder entstehen uns auf diesen 2 Meter Tiefe. Leider sind da auch die Wellen. Das heißt, man will irgendwohin fokussieren, dann schwimmt man als Taucher hin und her, verliert seinen Fokuspunkt. Man will sich an der Mone, an den Sachen nicht anhalten. Also man hat extreme Probleme, das andere. Die ganzen Partikel, die man beim Blitzen leider aufhält, schwimmen einem um den Weg rum. Sobald man auf die Idee kommt, sich zu bewegen oder dein Tauchpartner sich bewegt, hat man einmal volle Kanne Staub. Dann kann man 3, 4, 5 Minuten von seiner maximalen Tauchzeit von den 30, 40 am Boden liegen und kann warten, bis wieder alles halbwegs ruhig gesetzt ist, dass dann solche Bilder rauskommen. Da sieht man es auch ungefähr, um das Foto halbwegs zu machen, man muss über den Boden kriechen. Wenn man über den Boden kriecht, hat man entweder Glück, man hat die Strömung gegen einen laufen, dass die Partikel wegtreiben, oder man liegt wirklich eine Minute an der Stelle und wartet, bis dann alles sich halbwegs gesetzt hat. Und trotzdem, man sieht die ganzen Partikel immer noch hochgetrieben. Das ist ein extremes Problem. Habe ich auch mal so ein schönes Bild. Man sieht so ungefähr noch 5 Meter, das habe ich vorhin gesagt, dann ist alles weg nach hinten. Wer von euch kann das Wetter einschätzen, wie es an dem Tag gewesen sein müsste?
Wer sagt, das war bewölkt eher schlecht? Gute Frage, wie tief? Das waren ungefähr 10 Meter Tiefe. Es war Australien. Wer glaubt, es war strahlender Sonnenschein? Richtig geraten. Es war perfektes Wetter, es war eigentlich windstill. Deshalb hat man auch kaum Auftrieb gehabt, keine Partikel, die Sicht behindert haben. Trotzdem ist die Sicht relativ gering gewesen. Wenn man jetzt als Fotograf sich auf irgendeinen geilen kleinen Fisch fokussiert oder auf eine Schnecke, dann schwimmt einem der komplette Tauchtrupp weg und man findet sie nicht mehr. Daher sollte man als Unterwasserfotograf auch ein sehr geübter Taucher sein, der im Notfall auch sich selbst retten kann, selbst alleine tauchen könnte. Deshalb sich eigentlich nicht wirklich als sinnvoller zeigt, dass man als Tauchanfänger eine Kamera mitnimmt. Entweder man macht viele Fehler beim Tauchen, man verliert sein Team oder man gefährdet sich oder die anderen dabei. Ja, man muss eigentlich wirklich ein Dive Professional sein oder zumindest seine 70 bis 100 Tauchgänge locker gemacht haben, dass man auch sinnvoll fotografieren kann. Dann, ihr habt es ja gesehen, ich habe einige Videos mitgebracht. Eines der Haupthobbys von Tauchern ist es, interessanten Dingen zu folgen oder durch interessante Löcher zu schwimmen. Da hat man es gesehen. Sobald der Fisch in meinen Flossenschlag reingeschwommen ist, waren wir alle Partikel da und man hat einen ganzen Mist vor sich gehabt in der Kamera. Ich kann es mal aufmachen. Da hatten wir eine Gegenströmung, das heißt, alle Partikel, die ich aufgeschlagen habe, waren hinter mir. Dann hat sich der Fisch einmal hinter mich gedreht. Ich hatte alle Partikel genau in der GoPro drinnen. Da hat man auch schön viel Spaß bei sowas. Das, ich habe es ja gesagt, ist mit der GoPro gefilmt. In der GoPro, wenn man sowas filmen möchte, kann man auch als Schnorchler schön machen. Das ist immer an der 5 bis 7 Meter Marke gemacht. Mein Tauchpartner ist da runtergetaucht auf die 8,5, 9 Meter. Ich habe oben die Videos gemacht, weil einfach die Farben noch angekommen sind. Videos beim Tauchen, wenn man die Höhe verändert, mit dem Weißabgleich machen, ist ein immenser Aufwand, weil ja komplett der Weißabgleich sich während der gesamten Tauchphase ändert. Der, wenn man sowas machen möchte, was das Setup halbwegs fest eingestellt hat, sollte man eine konstante Höhe halten, ne? Sonst hat man einfach danach die Nachbereitung. Genau. Da haben wir wieder unseren... Ah! Ja, ist es schön, dass ihr was anderes seht wie ich. Das ist auch ein sehr schönes Bild, was man öfters sieht, wenn man tauchen geht. Ich habe nur die kurzen Videoausschnitte reingeholt. Es gibt, wenn es Fische gibt, Fische meistens im Schwarm in großen Mengen. Aber man sieht auch wirklich alle Partikel und alles. Das war auf 4 Meter Tiefe ungefähr. Das war gerade beim Auftauchen. Die waren durchs Boot angelockt, weil einfach viel da passiert ist, ein bisschen angefüttert worden ist für die Schnorchler. Dadurch hat man auch die ganze Unruhe da gehabt. Man sieht wieder seine 10 Meter sauber und danach kann man noch Konturen erkennen. Das ist, weshalb ich immer rumreite auf diesem, man verliert seine Partner, man muss als Fotograf extrem aufpassen unter Wasser. Eines der Hauptprobleme, wo man als Taucher hängen bleibt, wer erkennt, was das ist? Ein Einsiedlerkrebs. Als Taucher schwimmt man irgendwo lang, denkt sich, boah, ist das cool. Als Unterwasserfotograf schwimmt man da lang, denkt sich, boah, ist das cool, ich bleib mal da liegen. Man sieht ja immer die Länge von den Videos. Mein Buddy schwimmt weiter und denkt sich, ja, das war cool, kommst du auch irgendwann mal. Und als Fotograf denkt man sich, ja, jetzt beweg dich, komm raus, Krebs. Da ist immer so das Gegeneinanderlaufen von, ein Taucher taucht nie alleine und die anderen wollen was erleben und der Fotograf will eigentlich etwas einfangen. So ein, zwei gute Bilder pro Tauchgang sind das Optimum. Wenn man 10 rausholt, das ist schon gigantisch. Ich habe aber auch noch was anderes mitgebracht. Wenn man versucht, unter Wasser viel zu filmen, es gibt immer den Mythos, man lockt Fische mit dem Licht an. In der Regel sind sie eher genervt, wenn man mit der Lampe ihnen ins Licht in die Augen leuchtet, weil sie auch nichts mehr sehen. Wer von euch glaubt, ich habe mehr gesehen, als auf der Kamera drauf ist? Optimist, nein. Du siehst beim Nachttauchen ungefähr so viel. Du hast deine Tauchlampe, kannst entweder sagen, machst einen Fokus enger oder weiter. Du hast für deine Tauchbuddies unter Wasser wirklich einen Glühanhänger, dass du sie finden kannst.
Du bist blind wie in der schwarzen Nacht im Wald. Daher, das ist auch so Standardbild, wenn man dann alles aus hat. Du siehst nichts. Habe ich noch ein anderes mitgebracht. Man sieht, die großen Raubfische kommen nachts auch raus. Oder die größeren. Die Haie kamen etwas später, da waren wir zum Glück wieder auf dem Boot drauf. Der Standardspruch der Taucher ist, der beißt nicht, der will nur spielen, den kannst du auch anfassen. Kann man machen. Man sollte einen Hai trotzdem nicht ärgern. Also viele von meinen Tauchlehrern und Tauchbuddies haben auch schon mit den Haien gespielt. Mit den Reflux kann man das machen, mit dem weißen Hai nicht. Der könnte wirklich probieren, schmeckt der denn? Sollte man mal aufpassen. Was das andere Schöne ist, das ist mein Einführungsvideo. Ich kann noch ein bisschen was dazu erzählen. Der Tauchgang beginnt ungefähr auf 4 Meter Tiefe, wo man auch noch genau gesehen hat, da kommen die Wellen, es treibt einen rum. Wer da irgendwie versucht, sauberen Fokus zu finden in der Kamera, kriegt durch die Wellen einfach ein Problem. Dann geht es weiter runter. Das Wrack war auf 10 bis 12 Meter Tiefe. Man sieht schon überall, wo das Licht wegfällt. Man hat auch beim Wracktauchen eine Kamera dabei. Man hat sehr wenig Kontraste, sehr wenig zum Sehen. Dadurch, dass es ganz an der Küste gelegen ist, hat man, und das war ein sehr guter Tag, immer noch die ganzen Feinpartikel, die aufgewirbelt werden. Da muss man dann Meister des Photoshops sein, um das Ganze wieder rauszukriegen. Oder man sagt, das gehört dazu, das ist der Flair. Das Wrack selbst ist aus den 60er Jahren gewesen. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein japanisches Kriegsschiff gewesen. Das ist um 1990, glaube ich sogar, zum Tauchen auch freigegeben worden. Das ist vor Bali, das sind relativ viele von den Schiffswracks. Die sind wirklich einfach schon von der Natur komplett erfasst worden. Was man beachten muss, wenn man bei sowas taucht. In der Regel ist es schönes, warmes Wasser. Nicht alles, was da unten ist, mag einen. In der Regel sind da auch schöne Pflanzen, die sehr lange brennen können. Es gibt Feueranemonen. Ich kann es bestätigen, wenn man im Shorty da taucht, das brennt noch für mehr als eine halbe Stunde. Es war nur einmal mit dem Bein kurz lang gestriffen, weil ich nicht aufgepasst hatte. Dafür siedeln sich extrem viele kleine Fische dort an. Schiffswracks sind für Taucher, einfach weil es so Reef-like sind, so riffartig sind, ein extrem schönes Paradies, weil sich wirklich einfach die vielfältigsten Arten da ansammeln. Es gibt viele von den kleinen Fischen, teilweise sammeln sich da aber auch Oktopusse und ähnliches an, Moränen, je nachdem, was für Arten man da hat. Für Taucheinsteiger ist auch sowas in der Nähe super. Genau. Da sieht man, wir sind noch wieder ein bisschen nach oben getaucht, weil das Wrack hat auch höher gelegene Teile. Das waren ungefähr dann wieder 10 bis 8 Meter. Deshalb auch die Farben von den Fischen da wieder schöner rausgekommen sind, wenn sie höher geschwommen sind. Genau. Da ich den Vortrag nur als kurz eingereicht habe, habt ihr bis dahin Fragen? Das Video läuft nämlich insgesamt noch 10 Minuten. Das heißt, wir können das Video nämlich genießen, wenn wir ein bisschen auch auf Fragen eingehen. Wenn es kein Saalmikro gibt. Okay, es gibt ein Saalmikro. Fangen wir hinten an, gehen dann nach vorne. Wenn das Saalmikro auch noch angemacht wird, jetzt ist es an. Ja, wie kriegt man denn sein schönes Equipment wasserdicht? Indem man viel Geld drauf wirft. Das klingt doof. Es gibt spezielle Unterwassergehäuse. Man muss zum Tauchen ja auch aufpassen. Wir reden ja nicht von Berufstauchern, sondern immer von den Hobbytauchern. Also dem Recreational Diving. Der Hobbytaucher darf regulär auf seine 10 bis 15 Meter plus mit Zusatzausbildung kann man auf 40 Meter runtergehen. Das Problem ist, man muss atmen und die Luft wird irgendwann giftig unter Wasser. Auf 40 Meter ist Rechnen und Nachdenken wie mit ungefähr 4 Bier bis 8 Bier im Gesicht. Man braucht bis zu 5-mal so lang, um eine einfache Mathe-Rechnung zu machen. Standard-Hobby von allen Tauchern, die es erstmal jemanden nur mit nach unten nehmen, der tief taucht, verbinde einmal alle die Zahlen.
Mein Tauchlehrer hat mitgetoppt. 10 Zahlen verbunden, ungefähr 50 Sekunden. Also ich bin normalerweise nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ich habe gedacht, ich war schnell. Daher, da drauf Geld werfen und ansonsten die Ausrüstung, die man sonst kauft. Dieses Plastikgehäuse ist ein Spezialgehäuse. Man muss für jede seiner Linsen einen speziellen Adapter drauf machen. Es ist auf dem Kamerabad extrem abgestimmt. Kostet allein das Unterwassergehäuse so ein günstiges um die 900 bis 1000 Euro. Wenn man in die professionelle Ecke geht. Wenn man sagt, ich möchte mal beim Schnorcheln schöne Bilder machen, macht sie meine Mutter. Diese unterwasserdichte Hülle waren 30 Euro. Sonst, man kann sich in einem Tauchgebiet was ausleihen. Kostet eine Unterwasserkamera, eine günstige, 20 Euro am Tag. Da waren auch einige Bilder davon, das ist super. Ansonsten gibt es Unterwasserkameras auch schon für 500 bis 1000 Euro. Das sind dann die Einsteiger-Kompaktkameras. Ist die Frage damit beantwortet? Machst du den Weißabgleich nur im Photoshop hinterher oder machst du schon in der Kamera manuellen Weißabgleich? Ich versuche es halbwegs vorab, aber da ich eher als RAW arbeite, das, was die Kamera automatisch gemacht hat, war komplett daneben. Hm. Das, was ich mit den Presets habe, dadurch, dass ich mit RAW das Ganze entwickle, hat sich auch nicht gelohnt. Am Ende war es einfacher und wirklich zielgerichteter im Foto, also im Lightroom, das Ganze zu machen. Okay. Als Hinweis noch, graue Handschuhe mitnehmen. Funktioniert ganz gut für einen manuellen Weißabgleich. Ja, habe ich nur ein Problem, weil die waren immer zu weit weg. Aber das ist ein guter Punkt. Du kannst ja aufnehmen. Ja, hallo. Ich bin nicht Taucher und hätte eine Frage, kann das Gehirn einen Weißabgleich automatisch machen? Also gibt es einen Unterschied zwischen ich sehe das live und ich mache ein Video davon? Das ist immer ganz spannend. Ich selbst habe eine leichte Rot-Grün-Schwäche, das heißt, wenn mir einer diesen blöden Farbsieg das hinhält, sage ich, du hast wohl eine Waffel, was willst du mit den ganzen Punkten? Ne? Kann aber Rot und Grün auseinanderhalten. Ne? Genau ist es beim Tauchen. Es fühlt sich eigentlich aus, wenn man wirklich tief runter geht, alles schon irgendwie in sich stimmig an, man merkt es nicht so extrem. Wenn man dann wirklich blitzt oder das Licht anmacht, merkt man, wow. Gibt es bei den Tauchausbildungen auch wirklich das, wo dann der Tauchlehrer einfach eine Lampe dabei hat, man taucht am Tag, geht auf 15 Meter runter, denkt sich, ja, grüner Stern, der ist grün. Licht, der ist rot. Oh. So, man merkt es einfach nicht, weil es in sich irgendwie stimmig ist, das Bild. Aber die Farben fehlen auch so. Das, was man aus den Bildern rausholt, wenn man mit Photoshop drauf geht, ist so extrem gefaked. Das ist nicht das, was man erlebt hat unter Wasser. Aber es schaut schön aus. Haben wir noch weitere Fragen? Tatsächlich, wie fokussierst du ihn jetzt? Du hast gesagt, was nicht funktioniert, aber wie fokussierst du ihn jetzt? Da, wo ich es geschafft habe, also wo die Kamera es auch gefunden hat, Autofokus. Ich habe an dem Equipment die Möglichkeit, dass ich es auch manuell über wasserdichte Drehräder machen kann. Es ist extrem schwierig. Du kannst, also bei meiner Kamera, ich kann in den Live-Fokus gehen oder in ein Live-Video reingehen, kann es darüber machen, kann dann da manuell nachfokussieren. Also, ich persönlich habe die Geduld dafür nicht, weil wenn es mich rumtreibt und man auch bald hinterher muss, ich versuche aus 5 Bildern wirklich eins hinzukriegen, wo der Autofokus geklappt hat. Dann vielleicht noch eine technische Idee. Fotofallen, die ja sonst in der Tierfotografie sehr gängig sind, gerade an so einem Wack. Ist das eine Option oder ist das was, wo du sagst, ja, aber da musst du noch viel mehr Geld hinterher schmeißen? Dadurch, dass die Fotofallen ja mit dem Bewegungsmelder funktionieren, und das Wasser-Infrarotlicht extrem dämpft. Du kommst nicht so weit, dass du es auslösen kannst. Du müsstest dann mit einer laufenden Videokamera machen. Es hat aber zu viel Stromverbrauch. Ja, du kommst in andere Probleme rein. Aus dem, man will es selbst gemacht haben. Habt ihr noch weitere Fragen? Gefällt euch das Video? Was machst du außer Weißabgleich noch so klassischerweise? Kennst du den Standardgriff aller Porträtfotografen oder aller Instagram-Nutzer? Ein paar Regler stark nach rechts ziehen. Das heißt, als erstes wirklich ein Weißabgleich, dass die Farben in sich stimmig sind. Normalerweise ziehe ich dann noch die Struktur hoch, den Kontrast hoch, die Schärfe hoch und einfach, dass die Bilder in sich auch von der Farbe her passen. Teilweise manuell nochmal einen Farbabgleich machen plus zusätzlich wirklich Farben hinzufügen. Also ich habe gesagt, es ist
Manipulation, dass das Bild danach schön ausschaut. Es ist nicht das, was man unter Wasser erlebt hat, wenn man ehrlich ist. Als Fotograf macht es da nicht Sinn, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein? Also dann ist die Geduld auch da? Nein. Nein? Die sind noch schlimmer, da verlierst du dich volle Kanne. Also es gibt, wenn du auf Tauchtouren gehst, eine Regel. Man geht gemeinsam runter, man geht gemeinsam hoch. Ansonsten kriegst du Tauchverbote, kriegst du immensen Stress. Am liebsten gehst du eigentlich mit dem zweiten Tauchausbilder tauchen. Also, ich persönlich habe einen Dive Professional, ich darf auch mit ausbilden. Ich gehe normalerweise aufgrund der Ausbildung mit einem Tauchlehrer tauchen, der sagt, wir treffen uns dann da oben wieder. Sagt man, YOLO passt und man schwimmt irgendwo in der Nähe. Das kannst du halt machen, wenn du die entsprechenden Zertifikate hast und die entsprechende Ausbildung. Mit einem zweiten Fotografen, der irgendwie noch was anderes sieht und sagt, hey cool, ich hab da was. Den verlierst du volle Kanne. Versuch mal mit einem Fotowalk innerhalb von einer Stadt nicht deine Gruppe zu verlieren. Das Ganze unter Wasser mit tiefen Regeln und allem Tarieren, vergiss es. Gut. Du noch mal eine Frage? Ansonsten, mit was geht man so tauchen? Ne? Ich habe ein bisschen was über die Technik erzählt und was ich so dafür brauche, wenn ich tauchen gehe. Ich habe in der Regel die GoPro einfach nur für sowas auch mit den Videos dabei, weil man teilweise einfach doch coole Sachen mit drauf hat. Da ist, wie man Stirnlampe hat, eine Kopfhalterung ganz cool. Kann man dann mal einfach mal das Video angucken, schauen, war was dabei. Das ist das günstigste Teil der Ausrüstung. Als Dive Professional hat man in der Regel ein bis zwei Tauchcomputer dabei. Die Apple Watch kann es leider noch nicht. Das heißt, ich habe noch eine reguläre Armbanduhr mit Tauchcomputer integriert. Da ist man auch nochmal bei Tauchcomputern 1500 Euro zusätzlich. Plus man als Dive Professional braucht man eigenes Equipment, das heißt eigener Neoprenanzug, eigenes ABC-Ausrüstung. Das Einzige, was man nicht selbst dabei hat, ist Blei. Tauchflasche komplett selbst. Da redet man ungefähr unterdessen von einem kleinen Wagen, den man an Equipment hat, wo man auch die Kamera mitnimmt. Die Canon 5D Mark III ist nicht billig, da war der Buddy, glaube ich, bei 2000. Das Objektiv ist mein günstigstes Objektiv mit 50, glaube 60 Dollar habe ich gezahlt damals. Das ist noch günstig. Blitz allein 500 Euro wieder, weil er halt bis 80, 100 Meter wasserdicht ist. Man zahlt extrem viel für diese Wasserdichtigkeit, weshalb man da auch das Equipment extrem pflegen muss. Das heißt, nach jedem Tauchgang muss man alles komplett einmal im Süßwasser auswaschen, muss komplett alles prüfen, ganz Silikonringe einmal wirklich warten, sauber machen. Wenn man einen Tropfen reinkriegt, hat man am Ende seine Kamera geschrottet sonst. Ansonsten Ausbildung, was man braucht, so um die Videos machen zu können und auch von den Tauchlehrern akzeptiert zu werden, dass man das macht, ist ein ganz regulärer Tauchschein, dann eine Zertifizierung zum Tieftauchen, die man machen muss, dass man unterhalb von diesen 12 Metern tauchen darf. Fürs Bootstauchen gibt es, je nachdem, bei welchem Anbieter man es macht, noch Zertifizierungen. Für Nachttauchen braucht man Zertifizierungen. Für Koordinierung braucht man noch Zertifizierungen. Man braucht noch einen Rettungstauchschein, einen Rescue Diver, den es da gibt. Am Ende kann man auch, wenn man die Ausbildungskosten dazu zählt, von einem sehr teuren Hobby reden. Das sind von Tauchscheinen her auch nochmal 3000 Euro gewesen. Eines der Lieblingshobbys von den Küstentauchern, Fische ärgern. Machen sie auch ganz gerne. Ansonsten würde ich nämlich in den letzten Minuten einfach das Video auslaufen lassen, wenn ihr keine Fragen mehr habt und ihr könnt noch ein bisschen die Ruhe genießen. Hallo, keine Fragen mehr? Dann hoffe ich, der Vortrag und das Video hat euch genauso gut gefallen wie mir. Danke fürs Kommen. Viel Spaß noch auf der GBN. Bis morgen, kommt gut nach Hause und nehmt bitte alles mit, was ihr mitgebracht habt. Danke, tschüss. Die Frage war, wie ist denn das mit der externen Beleuchtung? Das war jetzt wunderbar abgepasst auf das Ende vom Video. Als Fotograf unter Wasser hast du immer einen externen Blitz dabei, in der Regel zwei, weil du einen Schlagschatten rauskriegen willst. Die werden per Kabel synchronisiert, zumindest weißt du, mit Mist und Kabel die beiden. Einen einen wirklichen Scheinwerfer kannst du machen, der kriegt einfach nicht die Helligkeit hin. Das heißt, es gibt viele, die versuchen, müssen halt noch extrem mit Nachbearbeitung arbeiten. Oder du machst halt wirklich über den zwei externen Blitze.
aufgrund von Kosten habe ich auch nur einen versucht, zentral zu blitzen. Aber externes Licht ist unerlässlich, wenn du mehr als 3 Meter runter gehst. Und Taschenlampe reicht nicht. Dann hast du nämlich den Effekt, den wir auf dem Nachtfotografieren hatten, auf Nachttauchen. Dann danke euch fürs Kommen. Thank you.